Also die Tür hier war schon mal nicht abgeschlossen, im Gegensatz zu den anderen. Seid gegrüßt. Und die hier sieht mir auch anders aus. Ja, Marianne. Mein Mann musste plötzlich geschäftlich nach Ammen und ich sorge mich so um ihn. Marianne, hat er immer gesagt. Nee, Marianne. Marianne, der alte Rö, kennt sich auf der Straße aus. Aber die Straßen sind nicht mehr so sicher wie früher und seit Monaten war kein Bote aus Ammen hier. Könntet ihr auf den Straßen im Süden die Augen offen halten und es mir mitteilen, wenn ihr einen Hinweis findet? Ja, natürlich. Wir haben nur leider schon einen Hinweis. Ja, das ist der Brief, den wir schon gelesen haben. Oh, danke für diese frohe Kunde. Bitte lasst mich euch diesen Ring geben. Er wird euch auf euren Reisen beschützen. Stimmt, ihr Mann ist ja gar nicht gestorben, sondern nur der Bote ist gestorben. Na gut. Wir haben einen Ring gewonnen, einen Gegenstand eingebüßt und 300 Lebenspunkte. Oh, das sieht aus wie ein Schutzring. Ja, minus 6. Schön, schön. So, und raus hier. Ja, gut, dass Immun hier nicht eingebrochen ist. So, das können wir von unserer Liste also auch streichen. Jetzt ist der Gnoll noch dran und eigentlich müssen wir immer noch den ganzen Schmuck verkaufen. Inzwischen ist das richtig viel geworden, wegen Immuns Beutezug, ne? Aber gut. Gnoll im Westen bei der hohen Hecke. Da ist die hohe Hecke. Dann schauen wir doch mal. Also ich bin jetzt so lange rumgelaufen, dass es selbst für einen Zeitraffer zu lang war am Ende. Aber ich habe keinen Gnoll gefunden mit einem Kurzschwert. Der wird sich wohl von dannen gemacht haben. Oder wir haben das Schwert vielleicht schon mal gefunden und verkauft. Das kann natürlich auch sein. Aber gut, sei es drum, wo wir jetzt schon mal hier in der hohen Hecke sind, können wir versuchen, hier die Schmuckstücke zu verkaufen. Damit unser Inventar mal wieder ein bisschen leerer wird. So, nicht den Fleischgolem angreifen. Und mit dem rüpelhaften Magier sprechen. So, ja, ein mächtiger Magier. Dass wir das immer wieder sagen müssen. Na gut, die Smaragde behalten wir erstmal. Wollen nicht noch einen Questgegenstand aus Versehen verkaufen. Onyxring weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Den behalten wir auf jeden Fall. Weg. Alles weg. So. Und Immun hat noch ein paar Sachen. Ein paar ist gut. Ein ganzes Inventar voll. Das, das. Das. So. Und wir hatten noch ein paar Sachen am Körper, ne? Genau. Weil wir keinen Platz mehr hatten. Noch jemand? Nee, alles magisch. Okay, das kann Düner hier mal. Kann sie gerade nicht, schade. So, also nochmal verkaufen. Und dann schauen wir mal, was er am Angebot hat. Aber wir haben jetzt ja schon wieder 5300 Goldmünzen. Das, das und das. Weg. So, hat er neue Heiltränke? Nee, hat er nicht. Die Zauber sind alle nicht ganz so. Unsichtbarkeit, aber ist auch Stufe 3. Ein Feuerball wäre nicht schlecht. Schädelfalle ist auch Stufe 3. Aber da wir eh noch keine Stufe 3 Zauber können, macht es nicht wirklich viel Sinn, ihn jetzt zu kaufen. Vielleicht finden wir ihn unterwegs ja noch. So, das Horn von Katzkaros. Was macht das? Kann nicht verwendet werden von Klerikern, Druiden und Dieben. Immunität gegen Zauber der ersten und zweiten Stufe, jede Menge Rettungswürfe. Rüstungsklassenbonus gegen Geschosswaffen. Vom Benutzer erlittener Schaden unbekannt. In welchen Slot geht der? Diese Blase, also das Horn, dieses Horn verleiht dem Benutzer teilweise den Widerstand gegen Magie und einen Bonus auf Rettungswürfe. Darüber hinaus werden Angriffe von Geschossen abgelenkt. Die Wirkungsdauer beträgt nur 18 Sekunden.
Und bei jeder Anwendung verliert der Bläser an Lebenskraft. Okay. Ich weiß nicht, komischer Gegenstand. Die Klaue von Katzgerott. Ist die teuer. Minus 2 Konstitution. Wenn sie als Ring getragen werden. Die Klaue ist ein Ring? Na gut. Der Träger erscheint verschwommen. Rüstungsklassenbonus gegen Geschosswaffen. Plus 4 gegen Tod. Minus 4 gegen Zauberstäbe. Nee, solche Gegenstände mag ich gar nicht. Also die so ein Plus und Minus haben und was weiß ich. Vor allem Konstitution minus 2. Nee, für sowas gebe ich garantiert keine 11.000 Goldmünzen aus. Die Roben wären noch schick. Also für Dünner hier, aber 22.000 ist dann doch ein bisschen außerhalb unserer Reichweite. Vor allem, die haben schon eine richtig gute Rüstungsklasse. Ja, nee. Und sonst hat er nicht wirklich viel. Nur die Sachen, die wir ihm verkauft haben. Oh, vielleicht hat er das Schwert, das wir damals aus Versehen verkauft haben. Nee. Schade. Ich werde jetzt wahrscheinlich bei jedem Händler, an den ich vorbeikomme, einmal kurz nachgucken, ob ich zufällig das da verkauft habe. So. Ach ja, genau. Unser Inventar sieht ganz okay aus. Ja. Dann schauen wir doch mal weiter. Und zwar im Südosten der Stadt sollten die Ruinen sein. Von dieser einen Schule und die Brücke irgendwo. Dann sollten wir uns doch einfach mal hierhin begeben und uns nach Osten umgucken. Und das dann alles aufdecken. Ja, das mache ich auch wieder im Zeitraffer. Okay. Da ist wirklich Ulcaster. Wir haben zwar die Brücke nicht gefunden, aber das soll uns auch erstmal genügen. Dann schauen wir uns hier doch mal um. Das ist erstmal nur eine Klippe. Sieht alles ganz schön tot hier aus. Der ganze Boden ist so trocken. Also Ulcaster war eine Ruine. Und die Brücke war auch eine Ruine? Oh, Kobolde. Okay, scheint schon mal keine sehr schwierige Gegend zu sein. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, euch plündern wir auch erstmal nicht mehr. Außer da wird irgendeine Schriftrolle oder ein Trank gedroppt. Weil die 4-5 Goldmünzen, die können wir uns sparen. Ja, so dekadent sind wir inzwischen geworden. Besser gesagt, so zeitsparend. So, hier ist ein ganz schmaler Weg hoch. Das sieht doch vielversprechend aus. Ja, auf so einem Plateau würde Sinn machen, wenn hier ein Gebäude ist. Vor allem mit einem, ups, vor allem mit nur einem leicht zu verteidigenden Eingang. Wenn es denn der einzige Eingang ist. Na, schauen wir doch einfach mal. Ah ja, das sieht doch wie eine Ruine aus. Was auch immer wir hier genau. Oh, war das gerade ein Geist? Ja, es war ein Geist. Hallo, Geist. Die beste Schule von allen. Ha. Also es war wohl mal eine Schule. Oh, noch mehr Kobolde. Und da scheint ein Weg runter zu sein. Ah, es ist so eng hier. Und alle sind am Meckern, weil sie müde sind. Ja, wir schlafen gleich. Aber erstmal sollten wir diese ganzen pfeilgeschießenden Monster umbringen, meint ihr nicht auch?
Ja, wusste ich's doch. Oh, Jaria hat keine Steinchen mehr. Oh, hat gar keine Steine mehr. Sieht auch nur noch 14. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Dann bräuchten echt so einen Beutel der endlosen Steine und Pfeile. Aber ich glaube, die gibt's hier im ersten Teil noch nicht. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So. Irgendwo eine Schriftrolle dabei. Obwohl, die haben die Feuerpfeile, ne? Die Kommandos. Gucken wir mal kurz. Ja, auch wenn es nur zwei sind, aber das läppert sich. Weil ein normaler Pfeil macht 1W6 Schaden. So ein Feuer- oder Eispfeil macht 1W6 plus 1W6, also gleich doppelten Schaden. Das heißt, wenn wir auf ein bisschen härtere Gegner treffen oder welche, die nur von magischen Waffen verletzt werden können, sind die super praktisch. So, das waren jetzt aber nur normale. Okay, dann wagen wir uns doch mal runter. Obwohl der Geist ist ein bisschen irritierend. Warum sagt er noch was? Du da? Ein ganzes Lager voll mit geheimem Wissen. Das klingt doch gut. Verloren, alles verloren. Ist jetzt ein gewöhnlicher Kerker. Ah, so haben sie Dungeon übersetzt. Das ist einfach nur... Ja, da sind keine Gefangenen drin. Wir strebten alle nach Wissen. Nichts ist uns geblieben. Es gäbe neue Hoffnung, wenn nur ein einziger Leitfaden wiedergeholt werden könnte. Unter dem Schutt, in den Untergeschossen. Hoffnung kehrte zurück. Die Geschichte ist von so großer Bedeutung. Tagebuch wurde aktualisiert. Okay. Ja. Wir sollen halt ein Buch suchen, das unter dem Schutt vergraben ist. Hm. Na gut, warum nicht? Aber wären auch so oder so neugierig genug gewesen, da reinzugehen. Aber abspeichern ist immer eine gute Idee. Vor allem, wenn man in einen neuen Kerker oder Dungeon reingeht. So, viele enge Gänge. Schon mal nicht gut. Und wenn das wirklich ein Kerker sein soll, schauen wir mal nach Pfeilen. So. Und irgendwo hier liegt jetzt ein Buch rum. Das dürfte ja kein Problem sein, das zu finden. Oh, tote Abenteurer. Und eigentlich wollten wir auch noch schlafen, oder? Aber gut. Oh, ein magischer Dolch, ein Trank und Gold. Besser kann es gar nicht laufen. Suchen wir uns mal eine ruhige Ecke. Ja. Schreckenswölfe. Na gut, damit werden wir fertig. Auf jeden Fall. So, und in so einer Ecke können wir auch mal ein Lager aufschlagen. Ausruhen. Ah, nee. Naja, ein Wolf. Komm schon. 650 Erfahrungspunkte pro Wolf. Hm. Na gut, dann schlafen wir doch gleich nochmal. Und wieder ein Wolf. Es ist zwar schön und gut, dass wir jetzt ganz einfach 650 Erfahrungspunkte bekommen, aber eigentlich wollte ich wirklich nur hier schlafen. Und du, guck mal, was das da ist. Ein Himmelstropfen und ein Trank. Was hier so rumliegt. Und war definitiv eine gute Idee, hier zu gehen.